Edgars Erziehungstipps. Hallo, meine kleinen Mäuse. Hier ist mal wieder Edgar Einfühlsam mit seinem vierten Erziehungstipp. Ja, für alle, die vorher nicht eingeschalten haben, meine Band Deine Maffa bringt am 24.02. ihre Single Papa regelt das raus. Da geht es im erweiterten Sinne auch um Erziehung. Und deshalb möchte ich euch die Wartezeit verkürzen, indem ich euch partizipieren lasse an meinem Dasein als Papa und euch einfach mal so ein paar Erfahrungsberichte zuteilwerden lasse und die besten Tipps und Weisheiten mitgebe, wie ihr am Ende fürsorgende, liebevolle Eltern werdet. Oder ihr seid es eventuell schon und möchtet ein paar Dinge besser machen. Ich habe da die Weisheit mit Löffeln gefressen. In meinem vierten Erziehungstipp möchte ich gerne mit euch über Angst, Gewalt und Verteidigung sprechen. Bereitet eure Kinder für diese harte Welt vor. Es wäre schlecht, es nicht zu tun. Sie erwartet im späteren Dasein eine Art Wettkampf. Ihnen wird klargemacht im beruflichen Kontext oder wo auch immer, dass die einen Menschen besser als die anderen Menschen sind. Das äußert sich in Gehaltsklassen oder aber auch in Hierarchien und wer wem wie viel sagen darf. Und es ist ganz wichtig, Kindern einzuimpfen, sich früh genug den Pokal zu holen. Ja? Intendiert Rivalitäten zwischen Geschwisterkindern oder besten Freunden, veranstaltet Wettrennen oder Bodenkämpfe. Wer verliert, bekommt kein Abendbrot. Sie strengen sich dadurch noch mehr an, zeigt ihm frühzeitig Filme wie Rambo, in denen klar wird, dass Stärke essentiell ist und ja, macht eure Kinder zu Gewinnern. Ja? Alles andere ist vermessen und der Realität nicht entsprechend. Gerade bei mehreren Kindern, die Verliererkinder kann man ja immer noch ins Heim geben und sich dann eher auf die Gewinnerkinder fokussieren. Ab und zu vielleicht mal tätscheln und streicheln, aber auch nur, wenn sich das Kind Mühe gegeben hat, ja, in Verbindung mit einem Leckerli zum Beispiel. Ja, super gute Sache. Also das ist, wie gesagt, bei uns funktioniert das. Liebe ist etwas, was an Bedingungen geknüpft ist. Das sollte man auch wirklich vermitteln. Und so hart es jetzt auch erscheinen mag, wie gesagt, umgekehrt wäre es hart, sein Kind zu einem Waschlappen zu machen. Und das funktioniert bei uns ganz super. Wer da noch mehr hören möchte oder erfahren möchte, kann mich uns gerne dazu anschreiben. Reduzieren oder fassen wir einfach mal die letzten Folgen zusammen. Beliebtheit, Stärke, Fürsorge, ja, das schließt sich alles gegenseitig nicht aus und ihr könnt gerne diese Erziehungstipps bibelartig, mantraartig immer wieder konsumieren. Ich lasse sie online. Jetzt freut euch einfach mit uns, Deine Maffa, auf dem 24.02. unsere Single Papa regelt das. Ganz lieben Dank fürs Einschalten an den Fernsehbildschirm, an den Smartphones. Bleibt einfach dran. In Liebe, euer Edgar. Edgars Erziehungstipps. Mach das nur, weil ich Oma übertreffen will. Als beste Mutter der Welt, sie zeigt dir mir ein echter Mann. Schwingt auch mal den Kochlöffel, bindet unsichtbar deinen Feinden unterm Tisch die Schnürsenkel zusammen und lebt par excellence in Praxis alle Erziehungsratgeber.